Was den Vers angeht, der erste Vers hier aus dem Surat al-Hadid, bekanntlich wurde dieser Vers circa 4 oder 5 Jahre nach der Offenbarung. 4 bis 5 Jahre nach der Offenbarung, nach der ersten Offenbarung, wurde dieser Vers herabgesandt aus der Surat al-Hadid. Das heißt, diese Art von Rüge ist sehr früh herabgesandt worden. Das ist ja eine Rüge, dieser Vers, ne? Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Ist denn nicht die Zeit gekommen? Ist es nicht an der Zeit für die Gläubigen, dass ihre Herzen erweichen? Mesh? Für das, was für das Gedenken an Allah und für die Wahrheit, die ihnen offenbart worden ist, also der Koran. Und dass sie nicht wie jene sind, denen das Buch vor ihnen gegeben wurde. Hier ist übrigens auch ein Vers, aus dem man entnimmt, dass es unerwünscht ist, nicht angebracht ist, den Ahlul Kitab zu ähneln. Hier ist eine Aufforderung, auch wenn das jetzt auf eine ganz bestimmte Handlung bezogen ist oder auf einen bestimmten Umstand, dennoch handelt es sich hier um eine Aufforderung, ihnen darin nicht ähnlich zu sein. Was ist denn dieser Punkt? Er sagt, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Hätte das hier übersetzt? Damit sie nicht wie jene werden, denen zuvor das Buch gegeben wurde, doch die Zeit ging über sie hin und ihre Herzen wurden hart. Ja. Was hat der Vers mit diesem Kapitel zu tun? Das Kapitel lautet ja Bewahrung tugendhafter Werke, also dass man daran festhält, dass man sie nicht unterlässt, dass man nicht unterbricht. Und jetzt müssen wir versuchen, einen Zusammenhang zwischen diesem Thema und dem Vers zu finden. Der Autor führt ja diesen Vers unter diesem Kapitel an, weil er damit die Kapitelüberschrift untermauern möchte. Tamam? Taib. Was ist es? Ja, der Punkt ist genau hier, er sagt ja hier, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ, als Zeit über sie verging, kühlten ihre Herzen ab. Hier wird das Wort قَسَتْ قُلُوبُهُمْ benutzt, ihre Herzen wurden hart, aber in der deutschen Sprache kann man vielleicht sagen, kühlten ihre Herzen ab. Sie waren warm, sie waren anfänglich warm, vom Iman und vom warm vom Gedenken Allahs, warm vom frommen, tüchtigen Handeln. Und mit vergehender Zeit und durch Routinierung und anderen Faktoren sind sie abgekühlt. Das heißt, genau das ist der Punkt, in dem hier gefordert wird, nicht wie sie zu werden. Das heißt, dass sich dein Zustand, deine Routinen nicht ins Schlechte verändern, ins Negative. Tamam? Das ist also der Zusammenhang. Dieser Vers wurde natürlich den Gläubigen offenbart, wie gesagt, 3 oder 4 Jahre nach der ersten Offenbarung in Mekka. Deswegen sagte Abdullah ibn Mas'ud, war das, glaube ich, in Muslim ist das überliefert. Er sagte, Allah Ta'ala rügte uns hier bereits nach 3 oder 4 Jahren der Offenbarung in Mekka. Na, was natürlich auch erinnert daran eben, dass der Mensch versuchen muss, seine Handlungen nicht zu Gewohnheiten werden zu lassen. Wenn deine Handlung nämlich zur Gewohnheit wird, dann das Spirituelle oder eben diese, nennen wir es diese Wärme, die entweicht der Handlung, es wird einfach nur zu einer robotischen Handlung, nicht? Bewegungen, motorische Bewegungen, beispielsweise im Gebet, ja, Taib.